So, die beiden Teile will ich jetzt hier verschrauben. Aber ich habe überhaupt gar keinen Akkuschrauber. Ich guck mal, was sowas kostet. Soll ja auch was Gutes sein. Mal gucken, was der kostet. 308 Euro? Mann, aber dafür schnell lieferbar. Und ich brauche ja auch noch Bohrer und einen Senker und Bits. Da habe ich mir noch so einen Satz hier reingepackt. 406 Euro? Ich will doch nur eine Schraube schrauben. Mann, oh Mann. Für eine einzige Schraube brauchen wir tatsächlich einiges an Werkzeug. Ein Akkuschrauber, der auch irgendwie vorbohren können sollte. Denn wir haben ja gelernt, vorbohren macht Sinn. Wir brauchen also auch noch Bohrer und Bits. Und all das kostet natürlich Geld. Und bei einer Schraube bleibt sowieso nicht. Also muss man das Invest tätigen. Oder etwa nicht? Geht das nicht viel einfacher? Guckt mal hier! Das ist es. Die Schraube einfach mit dem Hammer rein smashen. Ist ja ganz logisch. Klappt ja beim Nagel auch. Ich sag's mal vorweg. Ich habe keine Ahnung, was das eigentlich soll. Aber wir probieren das aus. Kann ich eine Schraube auch einfach mit dem Hammer reinhauen? Und viel wichtiger, hält das dann auch? Also, anstatt dass wir jetzt alles kaufen, ja, hämmern wir das mit einer Schraube zusammen. Wir versuchen das jetzt hier einfach mal so wie im Video da rein zu hämmern. Ich drehe mir die Schraube so ein ganz bisschen an und dann geht's los. Okay, ich glaube, jetzt kann ich so festhalten. Das klappt ja überhaupt nicht. Moment mal. Hey, mein Brett ist kaputt und das andere auch. Aber sie ist durchgegangen. Wir probieren das nochmal mit größeren Teilen. Ganz am Ende was verschrauben sorgt ja so schon oft für Probleme. Das Holz reißt schnell auf. Guckt euch gerne unser letztes Video an, wo wir geschaut haben, wie man Schrauben allgemein leichter reinbekommt. Vielleicht ist es ein Anwenderfehler. Wir machen es eher so wie in dem Video und hämmern das jetzt einfach hier so mittig rein. Wir nehmen auch erstmal eine kleinere Schraube und auf los geht's los. Laut ist das. Was soll man sagen? Ich kann es natürlich noch drehen. Was soll das? Es ist auf jeden Fall drin. Die Frage ist, ob das hält. Also, es sieht erstmal eigentlich völlig in Ordnung aus. Das Reinhämmern sah natürlich völlig kriminell aus, aber wir gucken mal, ob wir das raushebeln können. Ich spanne das hier ein. Ein bisschen locker ist es schon. Ich glaube, mit dem Hammer kriege ich es vielleicht raus. Oh Gott, mein Teil geht kaputt. Klappt es oder klappt es nicht? Es hält auf jeden Fall besser als gedacht. Ich brauche ein größeres Werkzeug. Wir brauchen nur einen längeren Hebel. So sollte es gehen. Jupp. Und jetzt raushebeln. Das gibt's nicht. Das Holz ist einfach nur kaputt. Ich wollte doch die Schraube raushaben. Oh, da ist er. Alter, die war ganz schön fest. Nach dem ersten Test frage ich mich, was ist überhaupt der Nachteil, wenn man die Schraube reinhämmert? Also gefühlt konnte man sie jetzt relativ gut rausziehen. Wir wollen aber nicht mit Gefühlen hantieren, sondern mit Fakten. Also nicht zu dolle Fakten. Aber wir probieren es nochmal aus. Wir nehmen ein anderes Brett, was noch komplett heile ist, schrauben das mit genau der gleichen Schraube nochmal rein, also mit dem gleichen Typ Schraube, und machen dann genau das gleiche nochmal. Ich versuche es rauszubrechen und dann nehmen wir diese wunderschöne Brechstange und gucken, was passiert. Also Schraube drauf, zack. So, rein damit. Wir schrauben das zweite jetzt mit einem Akkuschrauber rein. Im Prinzip mit dem, den wir eigentlich kaufen wollten. So, einfach mal hier. So.
So, das sieht ja erstmal ähnlich aus. Ich probiere es erstmal wieder rauszureißen. Boah. Ey, das ist genau wie eben. Das ist doch ein Scherz. Wir machen jetzt das gleiche wie eben. Ich nehme wieder diese Brechstange hier. Es passiert einfach genau das gleiche. Was ist das für ein komischer Film? Also, bis jetzt ist alles gleich. Das Holz zerbricht. Eben gerade habe ich dann, glaube ich, diesen Hammer genommen, um das rauszuziehen. Ene mene mu. Okay, das geht ein bisschen schwieriger. Oder auch nicht. Was? Kann es sein, dass Akkuschrauber einfach völlig überflüssig sind? Die Schrauben sehen fast hundertprozentig gleich aus. Es ist im Prinzip genau das Gleiche passiert. Ich check das überhaupt nicht. Ich dachte, dass ich habe dieses Video gesehen und dachte, dass das einfach Schwachsinn. Selbst bei Instagram sind die Kommentare darunter, dass das Schwachsinn ist. Und bis jetzt zeigt dieser Versuch das absolute Gegenteil. Was wir jetzt machen ist, wir nehmen ein härteres Stück Holz, nehmen neue Schrauben, schrauben eine rein, hämmern eine rein und versuchen die rauszubrechen und gucken, was passiert. Aber bis jetzt bin ich einfach komplett verwirrt. Warum geht das? Um das Ganze möglichst vergleichbar zu machen, schrauben wir jetzt nur so tief rein, wie das Gewinde auch läuft. Den restlichen Teil dieser Teilgewindeschraube lassen wir draußen und fangen dann an zu hebeln. Ich schraube erstmal eine rein. Ich hoffe, dass ich die mit dem Hammer auch ähnlich reinkriege. So, das war der einfache Teil. Jetzt kommt der schwierige. Oh Gott! Mist! Wir haben gerade technische Probleme. Die muss wieder raus. Ich brauche eine neue. Vielleicht ist das schon der erste Punkt. Reinschrauben ist auf jeden Fall präziser als draufhämmern, aber wir gucken noch mal. Die will einfach nicht. Der Block haut schon ab. Oh nein! Ich hatte sie fast drin. Das gibt's nicht, Alter. Die hängt da so fest. Die ist schon total ausgeleiert. Das Loch ist ausgeleiert. Und ich bekomme sie mit diesem kleinen Hammer nicht aus dem Holz. Ich schaffe es nicht. Es macht natürlich nur Sinn, eine gute Schraube zu nehmen. Also nehmen wir jetzt die beste Schraube, eine Wirt-Assi-Schraube. Die schrauben wir jetzt auch noch mal hier rein. So. Und jetzt hämmern wir noch eine rein. Oh nein. Oh Gott. Ja! Mühevoll reingekloppt, fangen wir jetzt mit dieser hier wieder an, sie rauszuziehen und schauen mal, ob das klappt. Okay. Ja, gut. Schade. Anderer Versuchsaufbau. Hier können wir gut erkennen, dass es immer noch die Wirtschraube, die ich mit dem Hammer reingehauen habe. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich sie rausbekomme. Ja, und jetzt die eingeschraubte Schraube. Oh, ich glaube, damit kann ich die Werkbank umkippen. Oh Gott. Okay, das macht schon einen Unterschied. Nur damit ihr seht, dass ich hier keinen Quatsch mache. Ich kann meine ganze Werkbank umkippen. Und die Schraube, die geht einfach nicht raus. Also in dem Fall hat die Geschraubte zum Glück doch einen Vorteil. Diese Schraube hat schon viel mitgemacht. Sie muss aber noch mal rein. Ich will noch was testen.
Also, was ich jetzt natürlich noch wissen möchte ist, kann ich meine rein geschlagene Schraube, für die ich sehr viel Kraft brauche, um sie rauszubrechen, eigentlich auch wieder rausschrauben? Ja, kann ich. Kann man Schrauben mit dem Hammer ins Material hauen? Ja, die Antwort ist, das geht. Und das hält sogar erstaunlich gut, wenn ihr euch überlegt, was für ein Riesenhebel ich gerade hatte, um die Schraube hier rauszubrechen. Das ist eigentlich absolut absurd. Was natürlich ganz klar ist, wenn man sich diesen Kollegen hier anguckt, ist, das funktioniert in Ausnahmesituationen. Je dicker und robuster die Schraube ist, das funktioniert dann auf jeden Fall super. Bei so kleinen Sachen oder wie am Anfang bei so einer Verbindung würde ich das auf jeden Fall gleich sein lassen, weil man sieht, die Schraube macht das einfach nicht mit. Man braucht einfach zu viel Kraft, um das Gewinde ins Holz zu bekommen. Aber wenn ich einfach nur dieses Brett auf diesen Balken hier bringen möchte und das genauso mache wie der Typ in dem Video, dann funktioniert das. Das ist brutal fest. Das ist wirklich. Und bei weichem Holz geht das echt gut. Das sind jetzt nicht mal gute Schrauben. Hätte das irgendeiner von euch gedacht? Na, herzlichen Glückwunsch. Toll gemacht, Jones. Aber die Schrauben halten tatsächlich. Das ist das Stück von eben, was von dem ersten Versuch der Verbindung gerissen war. Also das ist komplett fest. Man muss also sagen, das Video sieht komplett bescheuert aus. Alle Kommentatoren sagen, das ist komplett bescheuert. Es funktioniert aber. Gerade mit so einer Schraube wie in dem Video dürfte das sogar noch besser funktionieren. Mit kleinen nicht. Also, ich weiß auch nicht, hämmert eure Schrauben rein oder kauft euch einen Akkuschrauber. Es ist natürlich ganz klar, das ist der sinnvollere Weg. Und ich möchte es am Rande noch mal kurz sagen. Ich glaube, diese Schraube hier aus diesem Stück, ich sag's mal, wie es ist, Mahagoni, bekommen wir da einfach nicht mehr raus, es sei denn, wir drehen sie raus. Mehr Kraft geht nicht. Ich kann hier eine, weiß ich nicht, 90 Kilo Werkbank noch mit umkippen. Was soll ich dazu sagen? Guckt euch das an. Deswegen liebe ich den Hackcheck. Ich dachte, es ist Mist. Es funktioniert perfekt. Also, bis zum nächsten Mal. Ich bin sprachlos. Wer hätte das gedacht? Tschüss.